Wie schön, wie schön. Das sieht so anders aus. Ja, Leute, ich habe ja letzte Woche gefragt, von wegen irgendwie hier Texture Pack und bla und blub. Und da hat dann auch einer was empfohlen. Das probiere ich jetzt einfach mal aus diese Woche. Und dann passt das dann schon. Ja, es ist vor allen Dingen auf den ersten Blick alles sehr grün. Was weiterhin auffällt, guck mal unten über der Hotbar. Ich habe das erstmal deaktiviert. Das hat doch schon so ein bisschen genervt beim Bauen. Also Hunger und Durst und so. Das mache ich aber wieder an, keine Sorge. Ja. Großes Gras und ja. Also Texture Pack geändert. Einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Dann laufe ich mal schnell rein. Ich habe es ja so im Detail auch noch gar nicht mehr angeschaut, alles hier. Und was halt immer noch ist, diese Dinger sind immer noch 2D. Aber gut, da müssen wir durch. Ich habe hier übrigens Sitzball-Action heute. Ja, also auch ganz flexibel und lustig und mobil und hast du nicht gesehen. Ist das nicht ein Anblick? So richtig schön grün und leuchtend. So, schnell mal hinlaufen zum Keller. Und zwar. Oh nein, oh, der Keller ist zu. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Oh nein, er ist wieder da. Ja, du wirst mich nie wieder loswerden. Nein. So, ich habe den Keller erstmal zugebaut unten. Und zwar hier unten. Miau. Ich habe ein bisschen ausgebaut. Ich habe ja auf Facebook das an den Bildschirm gepostet. Das ist quasi der Stand von da. Ich habe auch nicht weitergebaut. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Mese ist echt ein bisschen dunkel, ne? Das ist viel schöner, wenn es leuchtet. So, ja, Kronleuchter müssen hier auf jeden Fall noch ganze Menge rein. Dann habe ich auf jeden Fall das Design so ein bisschen übernommen von dem anderen Keller. Und es sieht mit dem Texture Pack alles so ein bisschen heller aus, habe ich das Gefühl. Aber ich finde es ganz hübsch. Von daher werde ich das wohl auch erstmal lassen. Ja, also wie gesagt, hier muss. Gott, ist das leise, ich höre gar nichts gerade. So, so. Na, na. Ich habe gerade mal ein bisschen mein Headset lauter gedreht. Jetzt höre ich was. Oh, ich glaube, ihr hört auch was. So. Man hört es wahrscheinlich schon wieder an meiner Hin- und Herspringerei. Ich habe wieder einen Energy Drink vor mir stehen. Es ist langsam, ist das echt nicht mehr heilig hier mit dem Energy Drink. Aber es ist mir egal, es ist mir egal, es läuft. Ja, letzte Woche war ich so ein bisschen lahm, habe ich das Gefühl. Ne? Ich habe gemacht ganz viele Sachen, habe ein altes Laptop bekommen und habe da dann erstmal ein bisschen installiert und ein bisschen aufgesetzt. Oh, hier muss ich mir was einfallen lassen. Und habe da dann den ganzen Abend quasi mit verbracht und das halbe Wochenende. Und da hatte ich dann einfach kaum Bock gehabt, irgendwie Großes aufzunehmen. Und entsprechend lahm war es dann auch. Bin auch immer noch so ein bisschen müde und ja, aber ansonsten jetzt nicht von dem Laptop, sondern so eher so generell. Aber gut, da müssen wir durch. Das läuft schon irgendwie. Dann ist mir zusätzlich letzte Woche aufgefallen, der Ton, der war doch extrem komisch. Ja, also. Weil, ist so, keine Ahnung warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist wirklich jedes Mal so ein bisschen anders mit dem Ton. Tja, was soll ich da groß machen? Also, mehr als regelmäßig so aufzunehmen, wie ich sonst immer mache, kann ich natürlich auch nicht machen. Woran das jetzt genau liegt mit dem Ton? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Kurz mal einen Schluck Energy Drink. Prost. Wird nachher eh wieder rausgefiltert von Noise Gate. Da hört man dann sowieso wieder nicht, wie ich trinke. Von daher ist egal. Ja, aber was ich sagen wollte oder auch nicht sagen wollte oder was auch immer sagen wollte. Sagen wollte, sagen wollte, sagen wollte. Ey, komm mal auf den Punkt, Alter. Ja, ich mach ja schon. Ja, der Ton in dieser Folge sollte eigentlich wieder ein bisschen besser klingen. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Es klang halt einfach scheiße irgendwie letztes Mal. Und das ist und bleibt scheiße. Ganz ehrlich, guckt euch das mal an hier. So. Ja, siehst du, treffen kann man sie dann auch nicht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das am besten mache gleich. Schulz. So. Ich renne mal eben hin und gucke mal eben nach, wie das war. Ich habe ja hier auch so eine Ecke.
Wie war das hier? Wie war das hier? Ah, okay, aber gut, hier ist auch nur einer. Da habe ich den Wechsel gebaut. Gut, 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 gut. Moment, war das richtig? Ja. So. So. Miau. Ja, wollte ja noch Danke sagen. Hatte ich am Anfang ganz kurz ja schon erwähnt. Das Texture Pack, die Idee, die kam von Oliver. Und ja, Oliver, sieht gut aus. Hab ja schon gesagt, ich bleib jetzt erstmal dabei. Danke für den Tipp. Hast du vielleicht eine Idee wegen der Texturen? Ein bisschen, einiges sieht ein bisschen scheiße aus. Der Clay unter anderem. Da ist so ein komischer gelber Blöbbel und da ist ein kleiner brauner Blöbbel drin. Das sieht nicht so gut aus. Ich guck mal eben, ob ich den finde auf die Schnelle. Hier, das meine ich. Es sieht irgendwie scheiße aus, oder? Sei doch mal ehrlich. Ja, und der muss auf jeden Fall nochmal was dran gemacht werden. Hast du eine Idee, also wenn, oder angepasste Texturen, hast du gesagt, du hast hier so ein bisschen angepasst, schick mal ruhig. Ne? Ich gucke mir das an, wenn es in Ordnung ist. Miau. Wir waren stehen geblieben hier bei irgendwas machen. Ausbauen, genau. Ja, mit denen hier. Wenn die hier am Rand sind, geht das, glaube ich, wenn da nur einer ist. Also die müssten dann hier hin quasi. Dahin und die hier weg. Und hier weg. So, und dann machen wir hier zu und dann sollte das eigentlich in beide Richtungen leuchten. Ich habe natürlich wieder nichts dabei. Das reicht genau für zweimal. Ey, super. So, das muss hier noch mit hin. Und zack. Da machen wir hier nämlich mal zu. Bap, bap, bap. Dann die Dinger davor. Da muss ich irgendwie wieder reinkommen. Mal hier ist egal. So. Die einmal weg. Boah, diese Schafe, ey. Ich mache hier hinten mal zu. So. Oh Gott, hoffentlich ist mein Mikro noch heile. Ich musste gerade ganz laut husten. Warum sage ich das eigentlich immer? Ich meine, wenn ich das rausfilter und hinterher dann sage, dass ich gehustet habe, bringt das Rausfiltern ja eigentlich gar nichts, ne? Ja. So, dann machen wir nämlich hier dasselbe Spielchen. Glaube, ich werde da einfach nur plopp, 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 alles zu hier. So. Ich glaube, ich werde da jeweils dann auch immer nur so zwei. Na, komm. So zwei hinsetzen hier. So. Weil die ja heller leuchten und. Obwohl. Ey, wisst ihr was? Nö, ich mach das mal eben schön hier, wie sich das gehört. Die weg, die weg. Und von hier komme ich doch von hier rein, ne? So. Ob das nun besser und schneller war, sei mal dahingestellt. Die und die nehme ich mit und Moment, hier waren ja auch noch welche. Ne, hier waren noch keine. Ey, ich bin ein Idiot. Oh, du bist ein Idiot. Oh. Ja, sag ich doch. Ja, so, nee, hier oben. Hier oben. Uiuiui. Zack, zack, zack. Und wird wieder Nacht. Apropos Nacht, wollte eben noch mal probieren mit den Mobs. Guck mal her, ihr Hühnerschrecker, wo seid ihr denn? Da seid ihr. Oh, ihr folgt mir sogar, das ist aber cool. Pam. Ey, das ist irgendwie. Jetzt hab ich ihn getroffen. Jetzt hab ich ihn getroffen. Wenn ich schneller mache, dann treffe ich ihn nie. Wenn ich ihn mit dem Ding hau, ist er weg. Ist sie einfach nur so stark, dass ein Schlag genügt, oder? Ich raff's nicht. Wenn es jemand weiß, bitte einmal Bescheid sagen. Ich freue mich. Was hatte ich jetzt vor? Ach ja, ich wollte die Dings, Steine, Teile, Dinger, Plättchen. Zack, erstmal wegschmeißen. Was brauche ich denn noch nicht? Den Scheiß brauche auch keine Sau hier. Da kriege ich eh noch genug von. Den Rest sollte ich vielleicht mal behalten. Kann man immer mal gebrauchen. Wieso wären wir schon wieder bei 11 Minuten? Meine Güte, die Zeit, die vergeht wieder hier. So. Da habe ich noch Glas. Wusste ich doch, dass da irgendwo noch Glas war.
Und dann brauchen wir vielleicht diesmal nicht ganz so viel. So, vielleicht reicht das ja schon. Es ist auch so hässlich dunkel. So muss das. Das muss richtig leuchten. Aber ich denke mal, das wird genug sein. Na komm, hier alles. Zack. Obwohl, ja, gucken wir gleich mal. Na komm. So steuern ist, wenn man so ganz schnell ist, nicht so geil, ne? Also, miau. Erstmal hier wieder. Erstmal hier wieder zubauen. So. Ich könnte natürlich auch hier und. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, erstmal wieder das hier. So. Also es soll ja nicht richtig hell sein. Ne? Mir geht es letztendlich nur darum, dass es so ein bisschen ja unterstützend ist für den Kronleuchter, der dann da hängt. Ne? Diese, wie im anderen Keller. Die Kronleuchter sind natürlich nachher irgendwie die Hauptlichtquelle. So. Eins, zwei, drei. Der ist es dann? War das so? Oder war ein weiter? Alles muss er nachgucken. Oh, du bist ein Idiot, alles musst du nachgucken. Ja, sag ich doch gerade. So, dann schauen wir doch mal eben rein hier. Eins, zwei, drei. Also der nicht mitgezählt, ne? So. So, der nicht mitgezählt. Eins, zwei, drei. Nö, dann passt das doch. Zack, 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 zack. Ich hab mir ist übrigens aufgefallen mit dem Audio. Es ist tatsächlich so ein bisschen verzögert gewesen, irgendwie die letzten Folgen. Wahrscheinlich deswegen, weil wenn ich hier auf Play drücke und die Audioaufnahme starte und im selben Zug dann halt eben auch die Videoaufnahme, da ist so ein bisschen eine Verzögerung drin und habe ich mir die echt gerade neu gemacht? Und diese Verzögerung sorgt eben dafür, dass diese Audioaufnahme ein bisschen eher startet als die Videoaufnahme. Das sind nicht viel, aber es fällt halt doch so ein bisschen auf. Deswegen werde ich jetzt dann, werdet ihr natürlich nichts von merken, werde ich das einfach ein bisschen nachkorrigieren im Schnittprogramm und da dann eben entsprechend drauf achten. Also nur so zur Info, die letzten Folgen, ja, es war tatsächlich ein bisschen asynchron. Also zumindest das Gesprochene und das, was man halt sieht. Nur Audio und Video vom Spiel selbst ist völlig in Ordnung gewesen. Das wird ja gleichzeitig aufgenommen. Aber der Kommentar quasi dazu, der war so ein bisschen verzögert. So. Wir kommen voran. Ich habe übrigens mich ja letztes Mal so ein bisschen geärgert oder darüber gewundert, dass also die Entfernung hier so ein bisschen unterschiedlich war. Es ist so ohne weiteres, so wie ich das rausgefunden habe, nicht anzupassen. Weil es in der Tool-Definition ja jeweils festgelegt wird, wie weit man mit diesen Werkzeugen dann eben arbeiten kann. Und das war in Carbon dann wohl einfach ein bisschen mehr als im Originalspiel. Heißt letztendlich, wenn ich dann dieselbe ja, Entfernung haben möchte zum Abbauen, müsste ich jetzt hingehen und für alle Tools, die es gibt, halt entsprechend eine neue eigene Definition erstellen. Ist möglich, aber nö, habe ich keine Lust zu. Wenn das irgendjemand machen will und mir das dann so zur Verfügung stellen will, gerne, nehme ich sofort. Ansonsten muss ich mich halt dran gewöhnen, ne? Zack. So, also es geht voran. Wieder nichts geschafft heute. Ich sehe das jetzt schon kommen. So. Bam, 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 bam. Langsam habe ich ein bisschen das Gefühl, es kommt eine gewisse Routine rein. Ja, also sowohl von der ja, generellen Qualität her der Videos, als auch irgendwie vom Sprechen und Spielen gleichzeitig, wenn ich daran denke, wie das zu Anfang war. Ja, es war. Oh, es ist hier ein zu weit. Gerade rede ich davon und schon mache ich Scheiße. Du bist so blöd, Alter. Wie kann man nur so doof sein wie du? Ja. nee. Obwohl eigentlich Kohle? Brauche ich Kohle? Brauche ich Kohle? Ich glaube, ich brauche Kohle. Und hat er schon wieder einen hingesetzt? Ja, den brauche ich für Licht. So, ich nehme mir mal ein bisschen Kohle mit. Vor allen Dingen nehme ich mir vor allen Dingen viel Stein mit. Eher mehr Stein als Kohle. Und, machen wir das hier mal ordentlich zu, wieder hier keine Lücken lassen, das ist immer scheiße. So.
Zack, zack, bam. Dann kann man nämlich hier. Zack, 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 zack. Und schon passt das wieder. Hier oben muss auch noch zu. Ich glaube, das macht zwar nichts, aber so für die Ausleuchtung, aber ich finde es halt einfach irgendwie ein bisschen ordentlicher. Ist aber eigentlich unnötig. Ich mach's trotzdem. So, zack. Dann sind wir nämlich hier auch gleich schon durch. Und es wird wieder so eine Folge, wo ich überhaupt nichts erzählt habe. Irgendwie spannend, aber das hatte ich ja irgendwann mal schon mal gesagt. Bin ich so der Erzähler. Ich bin mehr so der... Oh, du Schaf. Bin mehr so der Kommentiertyp. Ja, hier müsste ich eigentlich offen lassen, beziehungsweise hier müsste ich mal schauen, ob ich hier irgendwie ja, einen vernünftigen Eingang reinbekomme. Weil aktuell kann man diesen Keller nicht vernünftig betreten. Oder war das hier? Hier war schon wieder zu viel. Also hier irgendwo muss ein Eingang rein. Deswegen lasse ich das erstmal so. Das war diese Lücke, die gegenüber der Öffnung war. Da war ja dieser Knick drin von dem Haus. Das ist ja hier irgendwie so und so und so und so und so und so. Und hier ist, hier drüber müsste dann der Boden auch sein von dem Haus schon. Da muss ich mal gucken, die Leiter, die war hier, das hat aber hier irgendwie nicht mehr so richtig hingepasst. Deswegen hatte ich die erstmal zugebaut weiter. Also, wie gesagt, hier bleibt erstmal auf, da gucke ich nachher nochmal. Und hier muss erstmal zu. Und ich muss schon wieder aufstoßen vom Energy Drink. Na super. Oh, das hast du ganz toll gemacht, du Idiot. Ja, was ich alles kann, ne? Hör, das war jetzt aber nicht positiv gemeint. Das ist mir schon klar, ich nehme das aber mal so auf. Oh, Alter, ich will dich immer beleidigen. Ja, keine Chance. So. Hier noch zu. Drei, das passt. So, 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 so. Und den wieder weg. Plopp, so. Und dann oh, hier nehme ich auch nochmal wieder zu. Bam, so. Dam, 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 dam. Also richtig aufwendig wird ja der Dachausbau, also der Kellerdachausbau. Ich habe da ja dann quasi ohne aufzunehmen schon mal so ein bisschen angefangen. Aber hier kommt man halt eben jetzt nicht mehr so rein. Ich musste also springen, beziehungsweise habe mich auf meinen Block hingesetzt. Nein, eine Node habe ich mir hingesetzt. Na, Blöcke sind was anderes. So, irgendwann lerne ich es noch. Hab mir da also eine Note hingesetzt, um dann da eben entsprechend drauf zu springen, um, ja, vernünftig hinten dran zu kommen, oben an die Decke dran zu kommen. Ja. So, und hier auch nochmal. Oh, und schon habe ich keine Steinchen mehr. Ja, na, die hier. Wozu? Ah, es wird immer schöner hier. Alles nur Schein. Ja? Der Keller, der hier mühevoll in den Stein gemeißelt wurde. Alles nur Fassade, alles nur Show. Nichts ist echt hierhin. Naja, Hauptsache sieht gut aus nachher. Das ist das Entscheidende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht finde ich sie nicht. Uiuiui, da geht die Spitzhacke jetzt aber ab hier. So. Na komm. Gut, hier noch zu. Da bin ich nämlich gleich einmal rum und dann ist nämlich das Video auch schon wieder rum. Ne, 20 Minuten sind schon wieder voll inzwischen. Ja. Na komm. Und ich habe ein bisschen überlegt, also immer nur an derselben Stelle. Wir müssen auch mal ein bisschen was anderes machen noch. Ey, die brauchen wir schon wieder keine Steine hier. Oh, scheiße. Mensch, jetzt habe ich... Treppen brauche ich nicht. So. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt irgendwie Steine farmen zu gehen. ja, was ich sagen wollte. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir vielleicht mal nächstes Mal ein bisschen was anderes machen. Wenn da einer von euch beiden Vorschläge hat, immer raus damit. Ich bin für alles offen. Ja. Nur solange es nicht in den Untergrund geht und Monster jagen geht. Wobei, mit der Spitzhacke, ein Schlag Monster weg, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. So, was hatte ich denn jetzt hier überhaupt vor? Ich wollte irgendwas bauen. Wollte ich Slabs machen? Ich mach mal Slabs. Ah, komm schon, ein bisschen schneller.
Das ist halt immer noch so eine Problematik in meinem Test, dass irgendwie Inventargedöns extrem langsam dauert. Ich klicke nämlich gerade gar nicht und das Ding nimmt halt die Klicks jetzt erst noch an. Erstmal ein Schlückchen trinken. So. Selbe Spielchen wieder, ich kann wieder warten. Ja, das ist der Sitzball. Gut, die brauche ich hier. Und schon habe ich wieder Steine. Zam, bam, bam. Das muss zu. Drei, ja. So. Oh. Oh, 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 was sehe ich denn da? Ja. Ne, also, Oh, du Schaf, ey, ich hol dich jetzt mal hier. Pam! Und schon ist es weg. Ich glaube, das liegt einfach nur an der Spitzhacke, dass die Monster sofort weg sind. Ja, hier fehlt so ein bisschen was. Irgendwas hat Carbon da angepasst und ich weiß nicht, was es ist. Es hängt, glaube ich, irgendwie mit dem Weltgenerator, den Carbon verwendet, zusammen. Ja, das heißt also alles so in der Umgebung, wo ich jetzt schon war, und wenn da irgend so ein komischer Block ist, dann ist der halt jetzt irgendwie so. Also, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, es ist zwar ärgerlich, aber das ist übrigens auch scheiße. Na komm. Ey, jetzt ist hier eine Fackel. Darf ich jetzt? Danke. So. Also es ist halt auch irgendwie scheiße, aber ja, gut, es ist halt so, wie es ist. Ja, und von daher ist es dann auch egal. Was auch immer das für ein Ding war, ich weiß es nicht. Habe es aber auch keine Lust, Carbon nochmal zu installieren und nochmal nachzuschauen und hin und her und hin und her. Es sind halt einfach so ein paar Nodes, die irgendwie im Arsch sind, und ich müsste sie eigentlich zu dieser Cleaner-Mod hinzufügen und die einfach so ein bisschen aufräumen lassen, die ganzen Dinger, aber habe ich auch nicht so richtig Bock drauf. Ich bin halt irgendwie viel zu faul dafür, das zu machen alles. So. Ist das überhaupt so hell? Moment mal. Liegt das echt nur daran? Hallo, Freunde, wieso ist das hier... Wollte gerade sagen. Wieso ist das hier plötzlich so hell gewesen? So. Na? Na jetzt. So und so. Da ist dann halt nur einer und dafür ist er dann ein bisschen näher dran. So gut, dann machen wir nämlich hier auch noch zu und dann sind wir nämlich einmal rum und die Folge ist vorbei. So. Zu. Und ich habe wieder so viel mal so gesagt oder irgendwie abgewandelt. Was mache ich denn? Wieso ist meine Hacke kaputt? Menno. Weißt du, hier ist ein so ein blöder Not, der hält sich... Och, ey. Weißt du was? Leck mich im Arsch. So. Pop, 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 pom. Es dauert halt alles ein bisschen länger hier. Pop, 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 pop. Gott. Gut. Zu und fertig. Juhu. Nein. Nö. Mache ich nächstes Mal oder wenn ich nicht aufnehme. Also, Keller geht voran. Ich laufe mal eben hoch. Ist bestimmt Nacht. Nee, ist Tag. Meine Güte, ist Tag. Es ist schön. Ich hüpfe mal hier hinten aufs Hausdach. Also, nächste Woche. Je nachdem, was ihr vorschlagt, mache ich. Wenn ihr nichts vorschlagt, baue ich weiter aus. Und wenn ihr was vorschlagt und es gefällt mir nicht, dann mache ich das nämlich auch nicht. Da bin ich Diktator. Das mache ich, wie ich will. Nein, Spaß beiseite. Also, Monster jagen, Zeug suchen, rumlaufen, bauen. Vorschläge bitte. Tja, und jetzt ist wieder die Frage, wie beende ich dieses Video vernünftig? Was mache ich denn Schönes? Was kann ich noch erzählen? Kann ich noch liebe nette Grüße mit auf den Weg geben? Oder auch nicht? Oder könnte ich einfach nur sagen, ey, Freunde, das war's und tschüss? Ja.
Ich habe auch nicht so wirklich Lust, jetzt die Folge schon zu beenden. Ich könnte natürlich jetzt noch irgendwie 2 Stunden lang quatschen und irgendwas Tolles erzählen. Dazu müsste ich allerdings erstmal ein Thema haben, über das ich erzählen könnte. Ja, so ist das. Ne? Prost. Auch schön, so ein Standbild, ne? Ich habe übrigens was überlegt. Nee, Fly ist ja nun aus. Ich laufe mal eben hin. Ich habe so ein bisschen überlegt, meinen Kanal. Ey, jetzt wird das nicht Nacht, ne? Ich wollte gerade erzählen und zeigen. Tu es jetzt einfach. Worauf ich hinaus will. Erstmal sehr hoch will ich hinaus. Nein, worauf ich hinaus wollte. Wenn wir hier den schönen Sonnenuntergang, der viel zu weit oben anfängt, betrachten. Mein Haus ist ja dann doch irgendwie auch schon ein bisschen, ja, hat Wiedererkennungswert, sag ich mal. Es fängt hier unten dünn an, wird nach oben immer breiter, hatte ich hier vorne irgendwie 2 große Fronten, hat hier diesen Turm oben drauf. Ich hatte so ein bisschen überlegt, das Ganze so ein bisschen, ja, mit Linien stilisiert, irgendwie schön mit so Farbflächen und Linien sehr einfach nachzuzeichnen und darzustellen und das eventuell irgendwie als Logo zu verwenden. Nun ist es zwar so, ich kann mit der Software prinzipiell schon umgehen. Also GIMP ist mir da durchaus nicht fremd und es scheitert eigentlich nur so daran, dass ich höllisch unkreativ bin, was sowas angeht. Ja, also wie gesagt, wegen dieses Hauses. Daraus irgendwie ein Logo zu bauen, hatte ich vorgehabt. Ich werde wahrscheinlich gleich einfach mal, während das Ding hier rendert, so ein bisschen rumbasteln, mal ein bisschen ausprobieren. Aber, wie gesagt, ich bin halt nicht sonderlich kreativ. Und wenn ich noch einmal, wie gesagt, sage, dann schlage ich mich. Also, jetzt hätte ich es fast gesagt. Verdient. Gut, jetzt habe ich wahrscheinlich auch irgendwie das Mikrofon geschlagen. Was da auf jeden Fall sein wird, ist, naja, vielleicht auch nicht mit GIMP, sondern da irgendwie dann irgend so ein Vektorprogramm, dass ich das skalieren kann, aber ohne Ende, so will ich, wie ich es brauche. Muss ich mal schauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bastel ein bisschen rum, ihr schreibt fleißig Kommentare. Wäre ganz geil. Ich hätte dann doch gern so ein bisschen Kommentare. Ich habe ja zu Anfang gesagt, das wäre nicht so ganz mich nicht, aber es ist doch schon irgendwie geil, auch Kommentare zu bekommen. Naja, gut, ich mit meinem paar aufrufen. Nee, also Spaß beiseite. Ich gönne mir noch ein Stück Energy Drink. Ist wahrscheinlich eh wieder rausgeschnitten worden. Das war's dann für diese Woche. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschö!